Heute sprechen wir darüber, warum du in der Oberstufe so stark gestresst bist und wie du den Stress endlich ablegen kannst. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und heute sprechen wir darüber, warum du die ganze Zeit so gestresst in der Oberstufe bist und vor allem, wie du diesen Stress endlich ablegen kannst. Denn schauen wir uns doch mal an, wie bei sehr vielen von euch im Prinzip so der Alltag in der Schule verläuft. Ja, ihr habt Montag bis Freitag Unterricht, meistens sogar lange, teilweise 15, 17 Uhr, kommt dann heim, habt noch einen Haufen Hausaufgaben irgendwie zu tun, habt das Gefühl, ihr kriegt sowieso alles nichts hin, weil irgendwie, keine Ahnung, morgen muss ein Referat fertig sein, in 3 Tagen schreibt ihr noch eine Klausur und dann danach ist nochmal ein Test, für den ihr auch nochmal extra lernen müsst und da irgendwie eine Stunde krank wart und dann nochmal gesondert was nachholen müsst. Und dann ist natürlich immer im Kopf die ganze Zeit, oh mein Gott, das ist so viel, ich bin so gestresst, ich komme nicht hinterher, ich brauche einfach meine Auszeit, aber ich muss ja mehr machen. Und wo ihr eigentlich reinlauft, ist so ein konstantes Hamsterrad von, ich hänge die ganze Zeit hinterher, ich muss mehr machen, ich kann nie mal sagen, okay, jetzt ist wirklich mal Schluss, weil ich habe immer das Gefühl, irgendwas ist immer noch, was ich tun muss. Und jetzt ist die Frage, wieso ist das so und wie können wir das Ganze lösen? Denn eine Sache, die ich dir jetzt an dieser Stelle versprechen kann, auch wenn es sich für dich vielleicht wahrscheinlich gerade wie so eine Traumvorstellung und komplett unrealistisch anfühlt, aber es ist möglich, ja, das habe ich selbst bewiesen, das beweisen jeden Tag auch wieder unsere Coaching-Teilnehmer, es ist möglich, in der Oberstufe keinen Stress zu haben und gleichzeitig sehr gute Noten zu schreiben. Als ich meine Abiturprüfungen mit 1,0 abgelegt habe, hatte ich in der Abiturvorbereitung keinerlei Stress. Ich habe nicht wenig gemacht, ja, auch nicht so viel wie die anderen, aber ich habe trotzdem ordentlich was gemacht, aber ich war nicht gestresst dabei und habe trotzdem die besten Abiturprüfungen in meiner Schule geschrieben. Warum? Ja, ganz einfach, weil ich verstanden habe, wie Stress funktioniert und wie man Stress dementsprechend auch beheben kann. Dann schauen wir uns einmal aus psychologischer Sicht an, wie Stress eigentlich definiert ist und wann Stress auftritt. Stress tritt eigentlich immer dann auf, ja, wenn die Anforderungen höher als deine eigenen Fähigkeiten sind. Was meine ich damit? Wenn du versuchst, keine Ahnung, es ist ein Notfallszenario und du musst irgendwie jemanden aus einem Auto hervorheben, ja, und du schaffst es von den Muskeln her nicht, das Auto hochzuheben, dann entsteht in deinem Kopf Stress. Weil du weißt, verdammt, ich muss dieses Auto von dieser Person runterbekommen oder, keine Ahnung, die Person wird sonst ernsthaft körperlich verletzt oder stirbt vielleicht sogar, aber ich schaffe es nicht. Und dann bist du, fuck, was kann ich sonst machen, was kann ich sonst machen, ja. Und genau das Gleiche passiert eigentlich auch bei dir, wenn du nachmittags von der Schule heimkommst oder eigentlich dauerhaft. Und zwar, du denkst dir, oh mein Gott, ich muss das noch machen, aber ich habe nur 3 Stunden Zeit und es reicht nicht. Ja, ich schaffe es nicht, es ist nicht genug. Ja, mir ist das Gefühl, es fehlt irgendwas. Es ist nicht ausreichend da, entweder an Fähigkeit, an Zeit, wie auch immer. Ja. Und jetzt ist der entscheidende Punkt, warum tritt das die ganze Zeit bei dir auf und wie kann man das Ganze lösen? Im Prinzip ganz einfach. Was wichtig für dich ist zu realisieren, ist, dass der ganze Stress ist einfach nur in deiner Wahrnehmung. Ja, das bedeutet, du sagst dir in deinem Kopf selbst, es ist mehr zu tun, als überhaupt Zeit da ist. Ja, aber das ist nur eine Bewertung von dir. Das ist nichts Objektives, das ist einfach nur eine Bewertung von dir. Und was ich dir auch versprechen kann, ist, dass du derzeit denkst, dass du viel mehr Dinge machen musst, als du eigentlich wirklich machen müsstest. Ja, und deswegen dann, das machen wir eben auch bei uns im Coaching, geht es dann auch darum, wie du das Ganze lösen kannst. Das ist relativ einfach. Du brauchst einen klaren Plan, ja, wie man das Zeitmanagement technisch genau macht, erklären wir alles bei uns im Coaching. Nur brauchst du grundsätzlich einen klaren Plan, wo du weißt, okay, wenn ich diesen Plan genauso einhalte, ja, dann werde ich auch alles erfüllen. Machen das ja schon viele von euch. Die Frage ist nur, warum geht das nicht auf für euch? Das ist nicht deswegen, weil Pläne grundsätzlich nicht funktionieren, ja, und es liegt auch nicht daran, auch wenn du das denkst, es liegt auch nicht daran, dass du manchmal den Plan nicht zu 100% einhältst. Ja, das ist zu einem gewissen Grad menschlich. Sondern es liegt daran, weil egal wie perfekt du was geplant haben könntest, und sei da auch mal ehrlich zu dir selbst, egal wie viel du tun würdest, in deinem Kopf hättest du immer das Gefühl, es gibt gerade noch irgendwas zu tun. Ja? Und das hat nichts damit zu tun, dass das Zeitmanagement nicht funktioniert oder dass Zeitmanagement Techniken grundsätzlich nicht funktionieren, sondern es liegt einfach daran, dass du dir in deinem Kopf zu viel Stress selbst machst. Ja, deswegen bieten wir beispielsweise auf unserem Coaching eben genau solche Dinge an, dass man eben diesen Stress loslässt. Weil wir können dir im Coaching bei uns die besten Zeitmanagement-Strategien mitgeben. Ja, nur wenn du deinem Kopf weiterhin den Stress kreierst,
dann wird dir das Ganze nichts bringen. Deswegen zeigen wir dir bei uns im Coaching auch, das ist für jeden individuell, zeigen wir dir im Coaching auch, warum du dir die ganze Zeit den Stress machst. Ja, da kann ich jetzt keine allgemeine Lösung geben, das ist halt eine persönliche Sache. Aber wir zeigen dir, wie du das Ganze auflösen kannst, ja, um dann auf der einen Seite den richtigen Plan zu haben und es wirklich genau so einzuteilen, wie es in der Oberstufe auch wirklich aufgeht. Und du vor allem auf der anderen Seite diesen Stress mental loslassen kannst, damit du dann eben wirklich auch einfach ruhig und fokussiert deine Dinge tun kannst, trotzdem alles erledigen kannst, was zu erledigen ist und trotzdem eben nicht diesen Stress hast. Ja, wenn du das Ganze erleben möchtest, komm sehr gerne zu uns ins Coaching. Dafür einfach der erste Link in der YouTube-Beschreibung oder einfach der angepinnte Kommentar im Kommentarbereich. Da kannst du dich einfach eintragen bzw. bewerben. Dann werden wir schauen, wo liegen da hinsichtlich Stress genau deine Probleme. Wie können wir dir da konkret weiterhelfen? Und dann kann ich dich gegebenenfalls auch persönlich hinsichtlich dieser Sache betreuen. Und das Allerwichtigste, was mir da ist, ist, dass du verstehst, die Realität, in der du jetzt gerade lebst, die muss nicht zwangsläufig immer deine Realität bleiben. Wenn du gerade das Gefühl hast, Oberstufe bei den Stress, viel lernen, bla 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 und trotzdem nicht die Noten bekommen, die du dir wünschst, dann kann ich dir jetzt sagen, das muss nicht so sein. Ja, was du brauchst, ist ein Impuls von außen, jemand, der das Ganze schon durchlebt hat, jemand, der wie ich beispielsweise auch schon viele andere Schüler genau wegen solchen Punkten auch gecoacht hat und das für diese Schüler dann dementsprechend auch aufgelöst hat. Wenn du das eben haben möchtest, bewirb dich bzw. trag dich sehr gerne ein bei uns für unser Traumabitur-Coaching und dann können wir das Ganze für dich lösen. Ich freue mich auf dich, wir beide sehen uns im nächsten Video, dein Leo.